Willkommen zurück zu einem neuen Video. Endlich ist der Sommer da und deshalb habe ich passend dazu unser komplettes Haus umgestaltet und das werde ich euch jetzt zeigen. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an. So, also hier stehen wir jetzt auch schon direkt am Eingang. Der ist nicht so spektakulär, den habe ich ganz schlicht gehalten. Da haben wir hier so ein kleines Schränkchen aufgestellt mit dem Briefkasten. Und hier noch ein Blumentopf und mit ein paar Samen hier. Und außerdem noch dieser kleine Dekovogel. Also die Briefe in dem Briefkasten, die könnt ihr bei den Freitagsgeschenken in so einem Schließfach finden. Den Blumentopf und die Samen, die habe ich vom Bauernhof. Und diesen Vogel, den könnt ihr in der obersten Etage vom Shoppingcenter finden. Der sitzt da in einem Nest. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein. Hier sind wir jetzt im Flur. Wie ihr sehen könnt, habe ich viel mit den Farben Rosa und Gelb gearbeitet, die, finde ich, auch sehr passend zum Sommer sind. Auf jeden Fall haben wir hier einmal den Regenschirmhalter, denn obwohl es Sommer ist, ist es bei uns leider ständig am Regnen. Die Regenschirme, die habe ich zum einen aus dem Watermelon Wave Club und den rosanen, den habe ich von den Freitagsgeschenken. Und diesen schönen Korb, wo die Regenschirme drin sind, die habe ich vom Reiterhof. Dann ist hier der Kinderwagen vom Leo und auch von der Mia. Den habe ich aus dem Einrichtungspaket. Hier sitzt auch schon unsere Katze Cleo. Die könnt ihr im Café finden, falls ihr die auch für eure Familie benutzen wollt. Und ja, also diese Pflanze, die habe ich auch von Freitagsgeschenken. Meine Tasche, die könnt ihr im Ferienhotel finden, in der zweiten Etage. Und dieses Bild hier, das könnt ihr nirgendwo finden, denn das habe ich in diesem Aktivitätenhaus selber gemalt. Und ja, hier oben sind auf jeden Fall noch die Schlüssel. Die könnt ihr in eigentlich jedem Wohnhaus finden. Und dieses Ding hier, diesen Kalender, den habe ich aus dem Arbeitsgebäude. Das war jetzt auch schon der Flur. Gehen wir gleich mal weiter. Hier ist der Aufzugsbereich. Der ist diesmal ganz schlicht gehalten und nicht wirklich spektakulär. Hier diesen Bereich hier, da habe ich alle Sachen aus Einrichtungspaketen. Und jetzt gehen wir auch schon mal weiter ins Wohnzimmer. Hier ist also jetzt das Wohnzimmer. Ich finde, es ist wirklich schön und minimalistisch geworden. Und ja, auf jeden Fall habe ich hier diese kleine Pflanze auf dem Sofatisch vom Gymnasium in der obersten Etage. Und dieses Notizheft habe ich aus der untersten Etage vom neuen Gymnasium. Dann habe ich dieses Regenbogenplüschtier aus der obersten Etage vom Gymnasium. Und genau, also hier oben diese Pflanze in diesem Dreieck, die habe ich aus dem Hausladen. Und ja, dieses, was ist das eigentlich, dieses Figürchen, die gibt es ja in solchen Automaten. Das habe ich auf jeden Fall aus dem Pompom-Emporium. Und ja, der Rest hier ist eigentlich aus Einrichtungspaketen. Genau, also hier sitzt noch unser Familienhund Fluffy. Den könnt ihr in dieser Herbstbäckerei finden. Und ja, diese Pflanze hier, die habe ich aus dem Winterferienhaus. Und hier ist auch nochmal das Bild, das ich im Aktivitätenhaus gemalt habe. Die Bilder, die kann man so oft, wie man will, benutzen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Gehen wir also gleich mal weiter ins Esszimmer. Hier sind wir jetzt auch schon im Esszimmer angelangt. Ich zeige euch hier zuerst diesen Bereich hier. Hier ist nämlich unser Esstisch. Da habe ich dieses Tablett hingestellt zur Deko. Das ist wirklich sehr schön und passt auch farblich super gut dazu. Darauf steht einmal hier diese Pflanze. Die habe ich aus der obersten Etage vom Gymnasium. Und diese Vase gibt es in ziemlich vielen Orten. Ihr könnt die zum Beispiel im Hausladen finden. Dann gehen wir hier gleich mal hoch. Hier ist unser kleiner Waschbereich. Da haben wir hier Waschmaschine und Trockner. Da oben diese Lampe könnt ihr im Hausladen finden. Diesen Kaktus habe ich aus den Schlafräumen von der Universität. Genauso wie das Buch. Und die Tasse habe ich aus dem neuen Gymnasium. So, dann sind wir jetzt hier auch schon in unserer großen Küche angelangt. Hier haben wir einmal so eine Insel. Da habe ich einmal da drauf eine Brotdose. Die ist aus dem Bahnhof. Die ist in so einer Mikrowelle drin. Dann hier noch diese Pflanze. Die habe ich aus dem Krabbenrestaurant. Genau, dann einmal hier oben dieses Gurkenglas. Das ist aus diesem Herbstfestivalbereich. Also es gibt ja so eine Herbstwelt und dort ist so ein Ort. Da ist das auf jeden Fall drin. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie der heißt. Diese Tasse, die habe ich aus dem Fußballstadion und diesen Kaktus habe ich aus dem Einrichtungspaket. Dann habe ich einmal diese zwei Milchflaschen, die habe ich aus der Welt mit den Bauernhöfen. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie der Ort heißt, aber auf jeden Fall ist auf dem Gebäude so eine Karotte drauf. Dann habe ich hier noch Kaffee, den habe ich aus dem Free Apartment, glaube ich, aber den gibt es auch eigentlich fast überall.
und die Tasse habe ich aus dem Filmstudio. Dann habe ich hier einmal noch eine Trinkflasche hingestellt. Die habe ich aus der zweiten Etage vom Watermelon Wave Club. Und diese Tasse hier, die habe ich aus diesem Geheimraum vom Shopping Center. Dann gehen wir jetzt gleich mal in mein persönliches Highlight über, nämlich den Garten. Hier sind wir jetzt auch schon im Garten. Der ist relativ groß, deswegen fangen wir erstmal mit diesem Bereich hier an. Das haben wir alles schön sommerlich gestaltet. Hier erstmal mit dem großen Trampolin der Zwillinge. Da haben sie immer ganz schön viel Spaß und spielen da super gerne drauf. Dann haben wir hier einmal unter unserem großen Lieblingsbaum eine Picknickdecke hingestellt. Die ist super gemütlich, da kann man schön picknicken oder draußen was Kleines essen einfach. Und ja, das ist hier übrigens alles aus Einrichtungspaketen, außer dieser Blumentopf und wieder die Samen. Die habe ich genauso wie auch die vor der Haustür vom Bauernhof. Dann gehen wir jetzt hier auch mal weiter. Hier ist dann unser Grill, da werden wir dann im Sommer oft Grillpartys machen. Dann ist hier der Tisch, wo wir essen. Da fehlen jetzt noch ein paar Stühle, aber ich habe jetzt erstmal nur diese beiden hier hingestellt. Wenn wir dann mal draußen essen, dann stellen wir noch ein paar mehr Stühle dazu. Und ja, die Brote, die hier auf dem Tisch sind, die könnt ihr im schicken Restaurant finden. Und dann ist hier noch der Pool für uns alle. Die Zwillinge sind da am liebsten drin, da haben sie hier auch schon ihre ganzen Pool-Floaties und sowas. Und ja, damit haben sie auf jeden Fall immer super viel Spaß. Und dann ist hier noch eine kleine Lagerfeuerstelle. So, das war jetzt auch schon hier die erste Etage. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich hoch in die zweite. Da sind wir auch schon. Zuerst gehen wir mal nach rechts weiter ins Badezimmer. Hier sind wir jetzt im Familienbadezimmer. Das habe ich genauso wie auch unten schön minimalistisch gestaltet in den ähnlichen Farben. Und ja, auf jeden Fall ist hier die Dusche. Da haben wir hier dann so einen Handtuchhalter. Diesen Bademantel, den habe ich aus den Freitagsgeschenken. Die Handtücher habe ich aus den heißen Quellen. Das Bild, das kennt ihr bestimmt schon von vorher. Das habe ich natürlich selber gemalt. Und dann dieses Etui, das habe ich aus dem Schließfach aus dem Gymnasium. Und dann hier einmal die beiden Zahnbürsten habe ich vom Zahnarzt. Und dieses Pflanzendings habe ich von dem Draußenbereich von der Universität. Und ja, vielleicht fragt ihr euch noch, woher dieser Halter ist. Das ist aus einem Einrichtungspaket. Eigentlich sind da so Ketchup und Mayo drin. Moment, ich zeige es euch mal ganz kurz. Das könnt ihr hier finden, wenn ihr einmal dann aufs Brot drückt. Und dann hier ist es auch schon. Da sind wie gesagt einmal Ketchup und Mayo drin. Die mache ich dann einfach raus und dann hat man hier so einen super coolen Behälter. Und den kann man für wirklich alles Mögliche benutzen. So, dann haben wir hier einmal noch den Badewannenbereich. Da habe ich hier alles aus Einrichtungspaketen. Ihr fragt euch bestimmt, warum hier eine Waffel ist. Das ist eigentlich keine echte Waffel, das ist nur so ein Schwamm. Der ist wirklich sehr cool. Und dann sind hier oben auch schon die Waschbecken. Wir haben ein Doppelwaschbecken, vor allem für Emma und Nelly, weil sie sich immer gerne zusammen fertig machen. Sie kommen aber noch nicht so wirklich gut an die Wasserhähne dran. Deshalb haben wir hier drin noch ihren Hocker. Und ja, auf jeden Fall ist diese Gesichtsmaske, die hier ist, aus dem Freitagsgeschenken. Und die Zahnpasta, die habe ich aus dem Zahnarzt. Und diesen Handspiegel, den könnt ihr im Schließfach vom Gymnasium finden. So, dann sind wir jetzt hier auch schon in Mias Zimmer. Das ist etwas klein, aber trotzdem sehr süß gestaltet. Also hier oben sind einmal die Ultraschallbilder. Die habe ich aus dem Krankenhaus. Dann ist hier einmal dieses Bild. Das habe ich aus den Schlafräumen von der Universität. Und das hier, also diese, sag ich jetzt mal, Tabelle, die habe ich aus dem Arbeitsgebäude. Dann ist hier eigentlich der Rest aus Einrichtungspaketen. Abgesehen von diesem Teddybär hier, den habe ich von den Freitagsgeschenken. Und dieses Büchlein, das lese ich am liebsten mit der Mia. Sie liebt diese Geschichte sehr. Das habe ich aus der zweiten Etage vom Krankenhaus. Und ja, dann ist hier noch auf dem Wickeltisch ihr Lieblingskuscheltier. Das habe ich aus dem Pompom-Emporium. Und dann habe ich hier eine Geburtstagskarte, die ist auch aus dem Pompom-Emporium. So, das war jetzt auch schon hier Mias Zimmer. Wir gehen jetzt gleich mal weiter in Emma und Nellys Zimmer. Das ist gerade nebenan. So, jetzt sind wir hier auch schon im Zimmer der Zwillinge. Hier hat sich nicht so viel geändert, aber ich zeige es euch trotzdem. Also hier ist Nellys Bereich, hier schläft sie. Dieses Zitronenkissen, das ist sehr, sehr sommerlich. Das habe ich aus dem Pompom-Emporium. Das Fröschlein, das könnt ihr im Winterferienhaus finden. Dann hier oben ist diese Pflanze, die habe ich aus dem Hussladen, genauso wie dieses Figürchen. Und ja, dann ist hier noch eine kleinere Pflanze. Die habe ich aus der obersten Etage vom Gymnasium. Dann ist noch hier diese Muschellampe, die ist aus dem Einrichtungspaket.
Das Bild mit dem Hühnchen und dem Küken, das habe ich auch aus dem Husladen. Und dann ist hier unten noch dieses Buch, das habe ich aus den Schlafräumen von der Universität. Dann gehen wir jetzt hier schon mal über zu Emmas Bereich. Hier ist diese lustige Banane, da kann man sich draufsetzen. Die habe ich aus dem Watermelon Wave Club. Dann ist hier ihr Kuscheltier, das hat sie schon seit der Geburt. Das ist aus dem Pompom Emporium. Dann hier dieses Figürchen, das ist aus dem Husladen. Genauso wie diese süße Schweinepflanze. Und das Tablet, das ist aus einem Einrichtungspaket. Und zwar aus dem Hello Kitty Einrichtungspaket. Sieht man auch hier an diesem Stift. Und dann ist hier unten noch der Schreibtisch der beiden. Da haben wir hier einmal diese schöne Vase, die ist aus dem Husladen. Und dann ist hier noch ein Notizheft. Das habe ich aus den Schließfächern vom Gymnasium, also in der untersten Etage. So, die zweite Etage habt ihr gesehen. Und jetzt geht es noch hoch in die dritte und letzte Etage. Da sind wir auch schon. Hier ist das Schlafzimmer von mir und Raphael und außerdem schläft hier noch der kleine Leo. Der ist nämlich noch etwas jünger als die Mia und kann noch nicht alleine schlafen. Hier ist direkt dieser Kühlschrank. Da sind einige wichtige Sachen für den Leo drin. Zum Beispiel einmal hier zwei Schüsseln, dann dazu natürlich noch sein Babybrei. Die Schüsseln habe ich aus dem Husladen. Dann sind hier noch wichtige Medikamente für ihn. Die habe ich aus dem Krankenhaus. Und dann ist hier noch diese Löffelgabel. Die habe ich aus dem Baumhaus. Außerdem ist hier oben noch ein Computer. Den habe ich aus den Schlafräumen von der Universität. Dann gehen wir jetzt gerade mal nach hier weiter. Hier hängt unsere große Pinnwand. Da schreibe ich immer wichtige Sachen drauf, die ich noch zu tun habe, die wir alle noch machen müssen, damit ich sie auf jeden Fall nicht vergesse. Dann ist hier auch schon unser Bett. Und hier schläft auch gleich schon der kleine Leo. Der hat hier sein Kuscheltier. Das hat er zur Geburt geschenkt bekommen. Das ist aus dem Winterhaus. Und dann ist hier noch dieses Dekokissen. Das habe ich aus dem Baumhaus. Außerdem ist hier noch diese Dreieckspflanze, die gab es auch schon im Wohnzimmer, glaube ich. Und zwar gibt es diese Pflanze zweimal, zum einen im Husladen und außerdem noch in der ersten Etage von diesem Wohnhaus, wo es sozusagen vier Wohnungen gibt. Ich weiß jetzt leider nicht genau den Namen. Auf jeden Fall geht es hier noch weiter. Hier ist ein kleiner Sitzbereich. Da haben wir hier diesen super gemütlichen Sessel. Und dann ist hier außerdem noch mein Schlafanzug. Viele von euch fragen immer, woher ich den habe. Der ist nicht aus dem Character Creator und auch nicht aus einem Ort von Tugabuka. Den habe ich einer alten Frau geklaut. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Und zwar einmal hier. Und die sieht man jetzt hier auch schon direkt. So sieht die aus, halt nur noch mit diesem Outfit. Und dann habe ich einfach dieses Handtuch angezogen und mir das Outfit geschnappt. Ja, das war jetzt auch schon das Schlafzimmer. Das war's jetzt auch schon mit der Haustour. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, welches Zimmer euch am besten gefallen hat. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Jetzt gleich kriegt ihr noch eine Übersicht über das komplette Haus. Dann könnt ihr nochmal jedes Zimmer sehen. Falls ihr das nachbauen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Und ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!